Der erste Hadith ist der Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, der sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen zwei Fingern Allahs oder Fingern des Barmherzigen. Er dreht und wendet sie, wie er möchte. Dieser Hadith ist vielleicht auch etwas bekannter und der zeigt uns, dass derjenige, der dein Herz wenden kann, Allah ist. Er wendet es zum Guten. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala wirst du nicht dein Herz zum Guten wenden können. Also müssen wir Allah anflehen, dass er unsere Herzen zum Guten wendet. Und deswegen gehörte zu den Bittgebeten des Propheten sallallahu alaihi wasallam: O du, der du die Herzen drehst und wendest, wende mein Herz hin zur Religion. Also festige mich in der Religion. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.